Wie heißt dieser Film von ihm? A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Hat er keinen deutschen Titel? Nein. Nein. Er spielt einen Mathematikprofessor, der geistig verwirrt ist. Ist das so? Der Schizophren ist er, glaube ich. Ach so, Schizophren, das geht ja noch. Ich dachte schon, geistig verwirrt. Das wäre eigentlich eine Rolle für Robin Williams, oder? So mit diesem Teppichboden im Gesicht und so Orang-Utan unter Armen, wo dann irgendwie so in mildem Licht am Nachmittag Matt Damon irgendwas erklärt. Das ist, glaube ich, zu süßlich für die Rolle. Robin Williams. Ja. Ja. Und dieser Film ist so erfolgreich, dass Russell Crowe, er ist auch so gut, für einen Oscar schon wieder nominiert ist. Ist das richtig? Ja. Ja, und er läuft auch schon hier in Deutschland. Und unsere Russell Crowe-Expertin Madame Nathalie hat Kinogänger zur Thematik des Films befragt. Das ist auch toll, das wusste ich nicht. Straßenumfrage heißt auf Französisch Le Micro-Trottoir oder Trottoir Micro. Micro-Trottoir. Le Micro-Trottoir. Nathalie a fait un Micro-Trottoir. Eine persönliche Definition über Genie. Über Genie? Ja, was ist ein Genie für Sie? Jemand, der hochintelligent ist. Und für dich, was ist die Definition von Wahnsinn? Wahnsinnig. Deine persönliche Definition. Wenn man etwas tut, was man gar nicht unter Kontrolle hat. Können Sie zum Beispiel eine Liebeserklärung an Ihre Freundin jetzt spontan mal rein, ein bisschen originell für uns? Ich glaube, die beste Liebeserklärung ist die, dass man die eigentlich gar nicht macht, weil der Mensch, mit dem man zusammen ist, das eigentlich wissen müsste, dass man ihn liebt. Ich weiß nicht, was genau von mir zu sagen erwartet wird, damit du Verkehr mit mir hast. Was würden Sie antworten? Sexueller Verkehr. Ja, ich würde sagen, ich habe Kopfschmerzen. Wenn Ihr Partner wahnsinnig wird, was würden Sie machen? Okay, dann kann man nicht mit dem Partner zusammenleben. Sie würden ihn in den Stil lassen oder so? Ja, er könnte sich noch versuchen zu ändern, aber... Sonst? Ja. Das ist für mich sehr interessant, zu sehen, wie junge Menschen... Wie junge Menschen das Problem der Partnerschaft sehen. Ja? Diese junge Frau, natürlich kann man mit Menschen zusammenleben, die wahnsinnig sind. Das weiß diese junge Frau nicht. Und der andere hat gesagt, das beste Kompliment ist, nicht zu sagen, dass man die Partnerin liebt. Weil sie muss es ja wissen. Ja, und das ist falsch, Junge. Das ist tödlich falsch. Die Weiber wollen zugequatscht werden. Ja, wichtig ist zuhören, echt. Boah. Nein. Echt der Hammer. Was? Du weißt nicht, wo du übernachten sollst? Stimmt's, Antoine? Ja. Man muss zuhören. Und das andere ist, das ist dieser männliche Irrtum, dem ich auch lange aufgesessen bin, ja, dass sozusagen Frauen einfach spüren, durch die Art, wie man in die Tür aufhält. Ja, was sie bedeuten für einen. Falsch. Frauen wollen das hören. Man muss eine kleine Aufmerksamkeit, keine Routine einschleichen lassen in einer Beziehung. Bin froh, dass ich das diesen jungen Menschen sagen könnte. Also, Partnerschaft mit Wahnsinnigen ist möglich. Ja. Merkt euch das erstes fürs Wochenende. Und was Partnerschaft ist, wird allerdings vom Wahnsinnigen definiert. Und das zweite ist, Männer, deutsche Männer, sagen sie ihren Frauen, wie toll sie sind, wie sehr sie lieben, wie schön sie sind, und sie werden sehen, die Liebe hält ewig. Auch wenn der Mann das vielleicht gar nicht will. Es permanent sagen. Man muss sich da ein bisschen innerlich einen Ruck geben. Ja.